So, ihr Lieben, der Gesundheitsinspektor ist auf dem Weg zu uns und wenn wir ihn beeindrucken, kriegen wir ein bisschen Knete und ein bisschen Ruf und noch ein anderes Zeug. Moment, ich muss mal kurz hier. So, jetzt ist es wieder richtig. Oh, was ist da? Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Warten hier so viele? Oh, da warten so viele. Das ist aber nicht so. Leiden Sie unter gefährlichem Salzmangel? Da warten aber eine ganze Menge Leute. Okay. Probieren Sie jetzt Briny Brittle. Umstellen. Muss ich hier den tatsächlich. Geschmack des Meeres, jederzeit und überall. 24 Stunden am Tag. Verstecken sich ja überall Snackautomaten, sehe ich gerade. Entschuldigung, würden Sie bitte aufstehen? Danke sehr. So, nochmal bearbeiten. Ah, das ist zu viel, zu wenig, okay. Kann ich das dahin versetzen so? Ja. So. Okay. Da habe ich die Tür. Noch irgendwas, was da rein muss? Ein Aktenschrank eventuell? Ja, okay. Ja. So, dann kann wieder behandelt werden. Muss mal ganz kurz. Weil, dann möchte ich jetzt nämlich ein zweites Behandlungs-, eine zweite Arztpraxis bauen. Direkt daneben. Praxis. Das Jahr ist fast vorüber. Dann kann man das nämlich hier noch einrichten. So. Hupp. So. Sollen wir abbrechen? Was? Was? Nein, warum? So. Das noch dahin. Feuerlöscherchen. Pflanze. Fertig. Dann stellen wir noch einen zweiten oder einen dritten Arzt in dem Fall ein. Ruhig hier so ein Top-Typ. Bisher ist uns ja noch nie das Geld ausgegangen. Also warum sollten wir jetzt anfangen zu sparen hier? So. Dann haben wir ein zweites Arztzimmer. Das ist irgendwie überflüssig. Danke. So, das ist der VIP hier, ja? Ich mag die Musik wirklich sehr. Also der Soundtrack ist großartig hier. Der macht richtig Laune. Das ist echt angenehme Musik, die nicht stört, nicht aufdringlich ist, aber trotzdem irgendwie für gute Stimmung sorgt. Haben wir hier noch Platz für einen richtig schönen Raum. Einige Patienten müssen im Stehen warten. Ja, das geht natürlich nicht. Da müssen wir mal gucken, dass wir noch die ein oder andere Bank vielleicht organisiert kriegen. Wo kommen wir denn hier? So. Die Entleuchtungsklinik benötigt einen Arzt. Ja, hier können wir auch noch eine Bank vorknallen. Ich möchte Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, einige Hinweise zu passender Wortwahl geben. Es handelt sich um eine öffentliche Dienstleistung meinerseits, die ich mit keinerlei Mangel an Demut verrichte. Auch würde ich selbige gern auf den Bereich der korrekten Aussprache ausdehnen. Da fürchte ich, Ihre unterentwickelten Stimmbänder machen dieser Herausforderung
zu einer Sisyphus-Arbeit. Hobbypatient. Herausforderung. Stelle bei einem Patienten eine Diagnose und heile ihn. Klar, soll er zu uns kommen. Locker. Toller Typ. Ah, wir haben den VIP beeindruckt, glaube ich. Was ist da? Keine Ahnung. So, das Krankenhaus arbeitet nicht kostendeckend. Oh oh, wir sollten entweder eure Ausgaben senken oder mehr Geld reinholen. Zu viel Personal, ja, schon bewusst. Du kannst die Reitervisualisierung nutzen, um das Krankenhaus mit Filtern für Umgebungszufriedenheit. Ja, das weiß ich inzwischen. Dummerweise liegen einige dieser Tasten dafür auf meinem. Ach, da ist er, der VIP, ja. Franklin Rock. Warten da, drei warten da und ups, hier warten niemand? Er geht gerade woanders hin oder was? Was will denn mit Luftballons? Hä? Nein. Wo war ich denn jetzt? Achso, ja, genau, wir wollten ja eigentlich auch mal gucken. Ne, nicht das, sondern Personal. Personal war schon richtig. Personal, Patienten und Krankheiten. Da! Personal, Patienten und Krankheitslisten. So, Personal. Assistent. Was ist das hier? Energie. Wieso haben die beide so wenig Energie? Wo sind die denn beide? Einmal da. Der gabbelt die ganze Zeit nur rum, oder was? Mal kurz, den beobachten wir jetzt mal einen Moment. Jetzt sehen wir uns mal an, was der denn so treibt. Patienten werden gebeten, bedenkenlos ihre Kreditkarten zu zücken. Der zieht sich an dem Snackautomaten, eine Sache nach der anderen, aber sonst macht er nichts. Instandhaltungsdurchsage. Ich weiß ja selber nicht, was er machen soll, ja. Geht er jetzt Pause machen oder was? Jetzt geht er Pause machen. You're fired, bitch. Wie kann ich den feuern? So, Stimmung, Statistik. Ich möchte ihn gerne entlassen. Ein Arzt wird in der Topferei verlangt. Ja, er macht nix, ne? So, hier kann ich dir noch bestimmt auf Wiedersehen sagen, oder? Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Wie kann ich den denn? Heute habe ich nur ein einziges Wort für Sie. Aufheben. Feuern! Man sollte sie immer tragen. Danke und tschüss. Sie schützen vor Sonne und dem Knubbelknie-Syndrom. So. Beherzigen Sie meine Worte, verehrte Hörerinnen tschüss. Und Hörer. Aus, verpiss dich. Aber Hubert Turmfalk. Kannst du mich ja schön verpissen. Wir sind unsere Ärzte. Da ist einer. Und der andere ist, weiß ich nicht. Da ist auch niemand. Jetzt bricht alles zusammen. Robert Turmfalk war der Kid. Nee, Herbert Turmfalk war der Kid, der diese Firma zusammengehalten hat. Oh nein, oh nein, oh nein. Was ist die betreffende Person denn? Nur mal kurz kacken. Jetzt macht er bestimmt gerade Päuschen, ne? Aber eigentlich ganz gut, oder? Ah, brauchst keine Pause mehr machen. Dir geht's gut. Abmarsch. Sehr schön. So. Können wir irgendwas Neues bauen eigentlich? Die Topferei haben wir ja schon. Ne? Pausenraum haben wir auch. Psychiatriestation. Ich meine, haben wir eigentlich alles da, oder? Die allgemeine Diagnose. Die fehlt, glaube ich, noch. Die bauen wir jetzt noch hier hin. Dann haben wir alles. Weg, danke. Oh, ein blasser Genosse. Allgemeine Diagnose. So, schwupp.
Das fehlt uns hier tatsächlich. Hier müssen wir deutlich effizienter bauen. Während wir das eine Krankenhaus gar nicht voll bekommen, haben wir hier echt Platzmangel. So. Dann kriegen wir ein Fensterchen runter. Schön. Ja. Zack, die Bank holen wir uns schnell wieder. Ja, ist auch schön, das Krankenhaus. Die Bereiche sind für Patienten und Teile des Personals nicht zugänglich. So. Und zur Not können wir hier vorne sogar auch noch einen Raum bauen. Ne? Da haben wir jetzt richtig viel Platz noch. Richtig schön. Entschuldigung wegen dem Sound-Aussetzer. Ich habe gerade nochmal einen anderen Bildschirm gestartet. Jetzt habe ich aber nicht das auf dem Bildschirm, was ich mir erhofft habe. Naja, ist ja egal. Ginny Spargel, Ärztin, es wäre ein Traum, einen weitläufigen Arbeitsplatz voller Luxury. Ja, ich weiß. Haben wir aber keinen Platz für. Sondermeldung. Sehr gut. Wir haben den Promi-Patienten geheilt. Das Krankenhaus hat eine großzügige Spende erhalten. Ausgezeichnet. Herausforderung. Ja, bla bla bla. Okay, schön. Schön, schön, schön. Ja, jetzt sind wir auch wieder hier im Plusbereich. Guck mal. Wollen wir irgendwo hier Statistiken abrufen? Da, Moment. Zack. Ja. Übersicht. Was ist das? Die Bilanz? Gewinnverlust? Ah, okay. Da waren wir noch im Plus und zack, dann ging es ins Minus und dann rapide im Plus sogar. Guck mal. Jetzt geht's schön sanft hier nach oben, auch mit der Musik, wie es so ausklingt dazu. Ne? Ah, schön. So. Achso, das war das hier. Guck mal. So, Preise. Oh. Passe die Preise an, die für Diagnose, Behandlung und andere Dienste im Krankenhaus verlangst. Bei der Errichtung eines neuen Krankenhauses werden die Preise standardmäßig auf dem Marktwert für diesen Standort gesetzt. Das ist der Betrag, den Besucher zu zahlen bereit sind. Wenn du die Preise erhöhst, kannst du mehr Geld verdienen, aber es kann deinem Ruf schaden und es laufen dir möglicherweise Patienten weg. Wenn du die Patienten wenn du die Preise senkst, bringt das weniger Geld, kann aber deinen Ruf verbessern. Eieieiei, guck mal hier, da, Diagnosepsychiatrie 1000 Mücken, Diagnosestation 2000 Moneten, was ist denn das billigste, Getränkeautomat, 10 Dollar, was, 10 Dollar? Krass, Energy Drink Automat, was, hab ich gar nicht, Salz-Snacks, das hab ich alles gar nicht, geil, guck mal, man kann hier einfach den ganzen, Raum hier vollballern mit Automaten und hoffen, dass die dann ordentlich was, eigentlich da loswerden. Ja, cool, okay, so. Wir machen das ein bisschen schöner. So. Wahrscheinlich werde ich diesen Raum auch nochmal etwas ändern. Aber das erst beim nächsten Mal. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Bis dann.